Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Ja, und auch während der Oberflächenpause hatten wir eine Menge Spaß an Bord. Unsere Guides haben jederzeit für die passende Stimmung gesorgt und dazu gab es dann einen leckeren Kaffee, Früchte und auch ein paar Kekse. Es geht zum zweiten Tauchgang unseres zweiten Tauchtages hier in Lembeh und wir befinden uns am Tauchspot Dockyard. Liegt, wie ihr sehen könnt, in der Nähe eines kleinen Docks, daher auch der Name. Hier war die Sicht dann wieder ein bisschen schlechter als beim ersten Tauchgang, aber trotz allem gab es hier sehr viel Schönes zu sehen. Wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin genießt das Video. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, und die schlechte Sicht war anscheinend noch nicht genug.
denn plötzlich war die Sonne weg, die Sicht wurde noch schlechter und es gab teilweise sogar etwas stärkere Strömung. Ja, und gerade dann, wenn ich dann hier wieder einen Blauringkrake vor die Linse bekomme, der trotz der Strömung echt chillig unterwegs war, denn seine blauen Ringe sind sehr blass. Ja, und mir ging diese wogende Strömung nach links und rechts doch so ein bisschen auf den Keks. Da war das Filmen mit ruhigem Händchen doch etwas tricky. Aber zweiter Tauchgang des Tages und schon der zweite Blauringkrake. Was will man mehr? Das Wetter über uns wurde anscheinend immer schlechter, denn es wurde auch immer dunkler. Ja, und da hatte selbst dieser Clownfangschreckenkrebs keinen Bock, aus seinem Haus rauszukommen. Ich lag da wirklich einige Minuten sehr geduldig vor seiner Behausung und hatte gehofft, dass er ein bisschen neugierig wird und rauskommt. Aber das war dem kleinen Kerl wohl nicht ganz koscher. Thank you.
Unter Wasser wurde es immer ungemütlicher, die Strömung nahm zu und auch die Sichtverhältnisse wurden immer schlechter. Das war auch der einzige Tauchgang, den wir an diesem Spot absolviert hatten. Ja, der Tauchspot war jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich sexy. Vielleicht war es auch ein bisschen dem schlechten Wetter geschuldet, aber es gab auch viele Tauchspots, die schöner waren. Beim Auftauchen gab es dann die Erleuchtung, denn es regnete in Strömen. Da gab es dann direkt ein bisschen Live-Musik von Hendro als kleiner Stimmungsaufheller. Nach einem leckeren Mittagessen ging es dann für Sonja und Thomas nochmal zum Nachmittagstauchgang, den wir mal ausgesetzt hatten. Denn wenig später ging es für uns dann zum Nachttauchgang. Und was wir dort so alles gesehen und erlebt haben, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.